Es ist schon so, dass man nicht so den Haier gegenseitig verfehlen, weil wir sicher alle gut haben mit Verantwortung an unserer politischen Arbeit. Ich habe just nach von Schein geleistet, kriegt einen Screenshot von einer Facebook-Seite von einer Regierungspartei geschickt, wo Kommentar draufstehen, stellt all die Ungeimpften gegen die Mauer. Gut, ich meine, das ist just ein Beispiel. Ich zitiere noch just das hier, wie zu sagen, dass wahrscheinlich keine Partei hier bannen an einer Situation aus, wo sie Kind als unschuldig durchgestellt gehen oder so. Nein, wir haben uns so etwas nie etwas zu dienen. Ich will auf ein paar Bemerkungen angehen. Ich wollte an das allererste, dass auch der Herr Kartäuser Traukrit für sein Diskurs 14 drohen. Wann ist geliebt? Also, ich will mal für uns fangen so, dass ich meine, dass wir Konsens haben. Und davon bin ich absolut überzeugt, dass es absolut nicht akzeptabel ist, was so Sachen geschehen, dass Personen bewusst schlecht gemacht gehen, dass da auch nach Selma Moral geschieht, dass Leute in der Öffentlichkeit systematisch fertig gemacht gehen, ohne auf den sozialen Medien und an anderen Medien eine Möglichkeit tun, sich zu verteidigen, dass das hier psychische Gesundheit an Machtleidenschaft gezogen, lange Dauer, alles das ist natürlich zu verurteilen. Mit dem ich mir die Kommentare angelöst habe, tun ich gedacht, geht aber alles in eine Richtung, an den ganzen Überlegungen, die hier gemerkt haben. Und ich will aber auch die andere Seite belichten, an der es noch nicht genug belichtet, in die andere Seite an der Diskussion aus unserer Freiheit. Das ist schlussendlich auch da, wo man muss hier gucken, wie auch einzelne Leute angedeutet hat, dass die muss ein Gleichgewicht sichern zwischen einem verantwortungsvollen Umgang, nicht einmal mit den sozialen Medien, nicht nur mit den sozialen Medien, weil ich so, auch mit den anderen Medien, und auf der anderen Seite der Freiheit an einer freier und demokratischer Gesellschaft. Das ist sicher so, dass vieles an den Medien ist, wird nicht tolerabel und soziale Medien auch wird nicht auszuhalten, das wird dann ganz schwer auszuhalten, also wer den nicht kann, nicht soll approbieren. Das ist schon richtig. Man muss mal auf all einzelne Kommentare, auf all private Kommentare, die auch bei weitem nicht an der Majorität sind, so stark reagieren, dass man aber eine Mentalität von Zensur rangeht, weil es ist Zensur. Und ich gehe mit dem Mann am Open nicht recht, wenn Sie sehen, Ihr Ziel wäre nicht, für zu zensurieren. Ich glaube Ihnen das nicht, weil ich auch den Text gucke, von der Resolution von der Regierungspartei, in den als H4 gelöscht ist, da steht hier auch als letzter Punkt auf vrai Niveau national et international pour atteindre une meilleure Reglementation des Plattformen, des Medien. Es geht doch darum, für rechtliche Limiten anzufeiern. Auch Mann am Open hat auch gesagt, bei der Alia, die muss da mehr Möglichkeiten kriegen, wie zu sanktionieren. Sind wir doch nicht naiv, es geht um Sanktion, es geht um Restriktion, es geht um eine Form von Zensur. Und dafür will ich hier auch über Freiheit schwätzen, aber vielleicht einfach auch mal ein paar von den Spannungsfeldern abzeichnen, die hier nicht annimmt, wo immer gesagt wird, ja, den Diskurs der Herren ist schrecklich, ja, das ist schrecklich, aber da muss man doch auch mal gucken, wer das dann der Preis, den wir als Gesellschaft vielleicht bezahlen, wenn wir zu weit gehen an den Aktionen, die wir hier umgedurcht sind. Was ist dann der Code Penal? Der Code Penal, als man zu sagen, das wird extrem präzise sein, weil es soll rechtssicher gehen, alle gut, wenn wir dann irgendwo etwas merken, was nicht richtig ist, was sanktioniert das durch Gesellschaft, durch als Gesetzer, dass aber Leute rechtssicher sind, um zu wissen, was habe ich falsch gemacht, was darf ich mehr, was nicht, dafür gibt es Jurisprudenz, es gibt alle möglichen Sachen, die wird Jahrhunderten ausgeschafft, muss ich sagen, für so einen wertvollen Kader für als Rechtsprechung zu schaffen. Wir setzen da das Spiel. Was ist Hass? Wie kann ein Hass rechtlich umschreiben? Wie fängt denn an? Wie stark ist es? Wir gehen aber hin und wir schaffen heute Gefühlsverbrechen. Wir schaffen Gedankenverbrechen. Als das nicht etwas, was wir aber müssen wirklich ganz, ganz eng gesehen, und wir wollen eigentlich das nicht, dass er auf so Diskuren reagiert, auch repressiv reagiert, dass er sich auch an der Reihe, an dem Internet, ist ja kein rechtsfreier Raum. Haben wir dann nicht schon Begriffe wie Injur, Insult, Kalumnie, wo er kann reagieren. Er soll reagieren, wenn er dann am Fall ist. Wir werden aus dem Hass als Rechtsbegriff, als Gefühl, ja, mir als Rechtsbegriff. Ob wir ein Pont glissant, descendant, bewegen wir uns, wenn wir immer mehr stärken, dahin noch reglementieren gehen. Ich will das just sagen, am Namen von der Freiheit, weil wir wollen kein politisch Gerichter, wir wollen kein Gedankenverbrechen, wir wollen kein Gefühlsverbrechen. Wir kommen an den George Orwell, ich habe mal ein Passage abgeschrieben aus ihm. Every record has been destroyed or falsified.
Every book has been rewritten, every picture has been repainted, every statue and street building has been renamed, every date has been altered, history has stopped, nothing exists except the endless present in which the party is always right. Das 84, das ist wirklich eine Prophezie, eine Warnung, die wir permanent sollen an unserem ganzen politischen Handeln, an unserem Kopf behalten, für uns selber als Politiker, zurückzuhalten. Und etwas, was wir vielleicht aus der Begeisterung oder der Überzeugung von meinem Blick merken, mir einen enormen gesellschaftlichen Preis zu bezahlen. Just ein paar Gedanken. Heute, das ist komplett subjektiv, wenn wir eine Lotaffer-Perspektive holen, wie weit gehen wir an einer Eindruck vornehmlich, dass wir die komplett subjektive Sensibilität von der betroffenen Person als Richtschnur holen für die Aktion und eine Penalaktion. Das ist schon ganz gefährlich, auch für ihn, den etwas schreibt. Von auf der anderen Seite, ihr seht, meine Sensibilität, und die kann ganz, ganz klein sein, als verletzt gehen und durch hier verlangen ich eine Penalaktion. Als das ein Richtschnur an einem Rechtsstaat, ich ging warnen, auch dafür drin, wird so in die Sensibilität, die subjektive Empfindung vom Affe allein, soll du die Kriterien sind, die wir holen. Dilation. Auch das ist ein Sache, ja, Organismen wie B-Secure und andere leisten zum Teil ein ganz wertvoll Arbeit. Und du hast ganz viel gute Willen dabei, ganz viel Positives zu sagen. Aber trotzdem will ich heute vorstellen, ohne Willen irgendjemand zu taufen, zu belegen, Gott weiß was. Aber ist es dann einfach normal, dass man an einem Staat Institutionen nirgend Polis apart gehen, die sich für Delation auch zum Teil gemacht sind. Es ist schon auch dummer Problem. Denunciation, Delation, haben es auch moralisch ein Problem damit. Und ich meine, dass von einer Rechtskategorie betroffen ist, dass in der Parke an Polis die Instanzen, die sollen zuständig sein. Jedenfalls ist das mal mehr Rechtsempfangen. Politische Kritik, ja. Gut, mit da muss man doch auch klar sagen, wo fängt das an, wo hält doch auch noch mit dem Open hier Beispiele, mir auch an anderen, noch am Herr Galles singen Beispiele, als doch etwas klar auch gefordert, wenn eine andere Meinung hat, die riskiert, an so Sachen zensuriert zu gehen. Klimapolitik, Impfen, Gesundheitspolitik, just für ein ganz aktuelles Beispiel zu holen, auch Pappendiskussion, das waren doch eminent politische Sujets. Aber wenn ihr dann seht, dass Desinformation und so weiter, wie soll das da jugieren? Dass da immer den, der im Pouvoir ist, den sich dann die Möglichkeit hat, den Männern zu sagen, du bist zu weit gegangen, du hast Desinformation, dass den die Medien kontrolliert, dass den die Gesetze vermischt mit der Majorität, dass doch den, der schlussendlich dezidiert, wird als Desinformation, aber wird als Vorrecht. Mit Vorrecht als nichts, wird eine Majorität sollen erleiden. Vorrecht als nichts, wird der Finanz sollen erleiden. Vorrecht als eine Kategorie, in der man all soll schaffen, nach Streben, wie sie heißt zu halten, weil sie lebt von der Diversität, sie lebt vom Widerspruch, sie lebt von der lebenden Diskussion, und das das, was hier gefordert ist. Und da machen wir nicht mit an genau dem Punkt. Politische Kritik muss erlaubt sein. Und wir gehen nicht hin, wie auch zu so einer D&D-Kategorie, wo Leute viel sich besonders betrifft. Wie ist es da mit der Migrationspolitik? Wenn wir ein Immerziehungsprogramm, wenn wir die Flüchtlingspolitik auch vorstellen, just da, für ein 6 Jahre, war es noch so, dass die meisten Länder in Europa zum Beispiel, just für Beispiel zu nennen, mit der letzten Migrationspolitik wenigstens prinzipiell d'accord waren, 6 Jahre später ist es umgekehrt. Soll man da hingehen und nehmen, die für 6 Jahre vielleicht Meinung A an der Migrationspolitik hat, haut europaweit diskreditieren und umgekehrt. Nicht als mehr fluktuant, nicht wisselt mehr sehr mit politisch deres Aktivität und deres Aktualität und auch das als ein Gefahr, wenn ihn aufhängt, so Kategorien von politischer Rechthaberei eigentlich an eine Sozialkommunikation wollen anzubauen. Wir brauchen Widerspruch, wir brauchen andere Meinungen und wir sollen all dafür sorgen, dass die Leute alle gute Meinungen können ausdrücken. Dass danach geschwärzt gehen von Kompetenzerweiterungen von denen an den Gremien. Ich meine, ein paar Leute hatten geschwärzt vom Centre pour l'égalité de traitement. Auch da muss man gucken, was das denn da alles in der Vergangenheit schon proposiert gehen als Kompetenzerweiterung. Ich erinnere mich an die Diskussion im Centre pour l'égalité de traitement, wo zum Beispiel das Profiling proposiert ging. Das wisst ihr, was das ist? Dass das für Leute, die in der Schelle gehen, an einem Rollenspiel für zu testen, ob den oder den bereit wäre, sein Wohnung und ein farbige Person, schließlich ob das politisch korrekt ausgedrückt ist, zu verlohnen oder nicht. Aber nicht, dann wäre das eine Ursache für ein Uklot zu machen, wenn es Rassismus oder so. Das sind Sachen, das sind totalitäre Methoden, das darf nicht gehen, das darf nicht etwas provozieren, praktische Fehlverhalten provozieren, soweit es Fehlverhalten ist, oder wie auch
immer, für dann zu gucken, wie eine Rechtsaktion gegen Leute anzuleden. Auch das setzt Leute an Angst. Aber wir wollen keine Kultur von Angst, wir wollen eine Kultur von Freiheit. Ich gesehen leider, ich könnte noch ein bisschen viel schwätzen, aber ich gesehen, dass meine Zeit leider aufgelaufen ist. Ich will es so. Und das ist das Schlusswort, was ich heute will, und das so ich auch im Namen meiner Partei, bei allem, was ich auch eine persönliche Überlegung will, da bringen. Ja, das ist vieles an den sozialen Medien, was nicht gut, aber was nicht richtig ist, was heute so wirklich auch schwer auszuhalten ist. Aber man sollte gucken, zusammen gucken, wie wir können Sachen verbessern und den Schutz von den Leuten verbessern, die betroffen sind von so Angriffen. Aber wir sind nicht bereit, aber wirklich nicht bereit, für die Freiheit von unserer Gesellschaft aufs Spiel zu setzen und die Gefahr an dieser Diskussion, die wir heute führen, als genäht die. Ist so nicht schlecht.